Halb 10 in North Carolina. Weiter geht es mit der Geschichte. Damit das natürlich richtig episch wird, habe ich einen Experten aus der Story-Abteilung. Die Story-Abteilung. Story-Abteilung. Ja. Story. Die Fortnite-Geschichte und die Story-Abteilung, Leute, hat wieder gezaubert und haben zwar wieder ein Poesiealbum und ein Goethe-Werk präsentiert. Und die Storyline um Hope und Jones geht weiter. Vorneweg, wirklich viel wissen wir noch nicht. Also freu dich nicht zu früh. War irgendwas auf den Aufnahmen? Ja. Aber es sind wohl nur Gerüchte. Okay, scheinst dir nicht sicher zu sein. Wir sollten uns mal umhören, worüber im Ödland so gesprochen wird. So, ihr wisst Bescheid. Nach der letzten Folge, Karl, kurzer Recap. Wir haben die spannende Geschichte gemacht, Leute. Wir sind mit dem Auto gefahren, um Don Megadonder zu sabotieren, damit er das Schiff nicht wieder auftanken kann und dass es nicht durch die Karte fährt. Und natürlich die Insel zerstört. Dabei haben wir ein paar Kameras aufgestellt und auf diesen Aufnahmen ist etwas zu sehen. Aber was? Ist es Klombo? Ist es Chapter 2? Oder ist es mein Vater vom Zigarettenkauf? Das ist die Story-Abteilung? Wer ist der Clown? Das ist Franz. Franz? Das ist Franz. Franz. Auftrag Nummer 1. Erhalte Infos von Farbmarodeuren und Rost. Farbmarodeuren und Rostiger. Okay, dann gehen wir dran in die Bude rein, Leute, und machen ein bisschen Amazing. So, Farbmarodeuren, red mit mir. Bin Amazing. Ey, du bist nicht Farbmarodeuren, du bist Rostiger. Okay, das ist der Rostige. Rost. Okay, wir alle fragen uns, was genau Megalodon eigentlich vorhat. In Redline Rig gibt es was, das er unbedingt geheim halten will. Wenn du den Vorgeschmack auf seine Arbeit haben willst, dann musst du eine Schlüsselkarte klauen und eins dieser Terminals finden. Es ist, das wird jetzt wie bei Fast and the Furious oder was. So, mehr den haben wir. Jetzt müssen wir noch die Farbmarodeuren holen. Die kriegen wir gleich. Oh, da ist die Farbmarodeuren. Bist auch amazing. Oh, ich lasse dir kurz Zeit. Du schaffst das. Ho, ho, ho. Okay. Gutes Fitnessprogramm, ne? Gerüchte zu folgen, führt Megalodon Buch über seine Pläne. Sieht dem gar nicht ähnlich. Sein Führungsstil ist eher rumschreien, bis etwas passiert. Auf der Terminal der Redline Rig findest du die digitalisierte Version all seiner laufenden Projekte. Mit einer Schlüsselkarte solltest du dann seine Aufzeichnung kommen, aber sei vorsichtig. Check. Okay, wir haben einen Job. Wir haben einen Plan. Let's go, Anime-Kanal. Nächste Aufgabe. Beschaffe eine Schlüsselkarte von Wachen bei Redline Rig. Ey, immerhin müssen wir kein Auto fahren, ne? Um die Story voranzuschreiten. Autos? Das hat doch schon mal ein bisschen Hand und Fuß. Ich rieche es schon, es wird gut. Vor allen Dingen soll doch der Zero Point vorkommen. Aber warte mal. Warte mal, das ergibt alles keinen Sinn. Das ergibt alles keinen Sinn, wenn der Zero Point wieder da ist. Wie ist er denn da hingekommen ohne? Seien wir mal gespannt. Haut mal ein Like rein, Leute, wenn euch das Video jetzt schon gefällt und die Sketche genauso. So, da ist die Schlüsselkarte, ne? Schaffe, du kannst nun jedes Terminal in der Raffinerie zugreifen. Ich will aber nicht, ist ein Gegner. So, Werkstattdaten an Hope senden. Gute Neuigkeiten. Dieser Megalodon hat genau eine kompetente Fachkraft und die muss gleichzeitig die Pipeline bauen und die Raffinerie vor Leuten wie uns beschützen. Noch das ist nicht gut. Aber sobald das Nitro fließt, ist es aus. Dann ist Megalodon unaufhaltsam. Crazy? Ihr wisst Bescheid. Wobei, das macht sogar Sinn. Ich finde das gerade gut, was die Story sich aufbaut, Leute. Ich mache mich ja in letzter Zeit sehr viel lustig drüber, ne? Aber das macht gerade alles Sinn. Zerstöre Gebäude bei Brutal Beachhead oder dem Lager zu. Also da müssen wir in die Mitte, ne? Anime Channel, wir ziehen Leine. Wir haben unseren Job hier erledigt. Lass uns dippen. Lass uns abhauen, bevor die hier auf dumme Gedanken kommen in der Runde. So, wir sind beim Lager. Hier müssen wir wieder Damage machen, dann. Abfahrt, würde ich sagen, ne? Können wir nicht einfach mit dem Auto durch? Zerstörung! Megalodon! Viel Spaß damit! Die Hütte brennt! Wenn jemand auf zur Trümmerung auftaucht, dann sehen wir das. Okay. Erst bei Brutal müssen wir Schaden machen. Ich denke mal, die Bots, ne? Deswegen ab zu Brutal Head! Abfahrt! So, dann wollen wir mal ein bisschen Damage machen, ne? Damit der Typ noch mehr Arbeit hat. Ich weiß gar nicht, ob die Bots dazu zählen, ne? Mit Schaden hinzufügen. Ich hoffe mal. Ja, doch, zählt, passt. Okay, sehr nice. Ey, als ob das nicht ausreicht. Hope, wie viel willst du doch? Ich habe Funksprüche aus dem Ödland mitgehört. Ich hatte das Gefühl, dass wir Pandoras Büchse wiedersehen. Und ich hatte wohl recht. Die Ödländer finden Edelsteine. Sie könnten aus der Büchse sein. Das heißt, wir müssen sie aus dem Verkehr ziehen. Finde sie und bring sie her. Oh. Ich will deinen Plan ja nicht kritisieren, aber ist das wirklich klug? Hast du eine bessere Idee? Es ist nur so, deine Familie ist nicht gerade gut darin, die Welt nicht zu zerstören. Naja, ich bin das schwarze Schaf.
Lass das ruhig mal nützlich sein. Okay, interessant, interessant. Megalodon sammelt gerade Edelsteine. Ne, stiehlt den Pandora-Edelstein aus Brutal Beachhead. Da sind wir ja gerade. Da ist wieder die Büchse von Pandora, Leute, die seit Season 1 hier ist. Also man kann sagen, was man will, aber wir haben hier eine übergreifende Geschichte über mehrere Seasons. Ne, die Büchse der Pandora scheint sich ja wirklich hindurchzuziehen. War ja auch in Season 2. Und hier ist der Edelstein. Ah. Ah, das sind die Konstellationen, die wir gestern in den Leaks hatten. Aber das ist nur einer von denen, ne? Da hatten wir gestern in der Spiele, das habe ich im Video gestern angesprochen. Könnt ihr euch gestern mal anschauen. Wir dachten, das waren eigentlich Teaser für irgendwelches Sommer-Event, ne? Aber das ist einfach hier auf dem Edelstein drauf. Da sind die Konstellationszeichen. Ich vertraue dir. Echt. Aber... Gut, dann müssten wir ja nicht hören, was du sonst noch zu sagen hast. Hope, ich kenne mich mit solchen Sachen aus. Als ich im Nullpunkt verloren war, da war ich... Ich war so richtig verloren. Lass es also besser sein. Solche Macht kann man nicht kontrollieren. Sie zerstört dich. Schlimmstenfalls fällt sie in die falschen Hände. Mhm. Die Büchse will gefunden werden. Das spüre ich. Und wenn ich es spüre, tun es andere auch. Okay, sehr gut. Übergib Hope den Pandora-Edelstein zu mir. Ich lasse ihn nicht in die falschen Hände kommen. Zack. So, wir haben Hope gerettet. Hope, ich habe einen Edelstein für dich. Möchtest du mich zu deiner... Der Edelstein, danke. Begib Hope den Pandora in der Stelle. Sag mal, hat dir dieser Teil auch häusliche Kopfschmerzen verpasst, als du ihn bei dir hattest? Gerade sind die Fortnite-Logins, aber dauert dich. Mir brennt schon jetzt die Birne, wenn ich ganze Zeit die Nachrichten sehe. Also ja, ich habe auf einmal rasende Kopfschmerzen. Ah, das kenne ich. Das höre ich öfters von Frauen. Besonders, wenn man auf der Couch zusammen liegt. Aber egal. Was jetzt? Brauchst du dir Aspirintablette oder was? Die Dinge waren früher so einfach. Wenn ich ehrlich bin, dreht sich bei mir noch immer alles. Aber ich sagte, was ich weiß. Die Götter. Ich dachte immer, es gibt nichts Schlimmeres als die hohe Gesellschaft. Mal wirklich schnell die eigene Person. Ich verstehe mich nicht voll. Das hatten wir schon, ne? Warte. Das ist ja tatsächlich interessant. Die Geschichte ist interessant, es macht Sinn. Die Kristalle, die man jetzt sammeln muss, die Konstellation auf der Kiste, das ergibt ja alles irgendwie jetzt einen Zusammenhang. Und vor allen Dingen, das hängt auch zusammen, was in Season 1 passiert ist. Die Story ist interessant. Weitermachen. Ne? Eine kleine Ergänzung noch dazu, Leute, wie es weitergeht. Da ist der erste Edelstein, wo diese höllische Kopfschmerzen hat. Drei weitere Folgen noch. Sie hatte diese Pandoras Tafel hier bei ihr sich im Haus, ne? Die man auch nicht abbauen kann. Und da ist jetzt der erste Stein drin, der auch wieder was mit den olympischen Göttern zu tun hat anscheinend. Ne? Teaser für Season 4, beziehungsweise Übergang dazu, ne? Oder eine Möglichkeit, Megalodon, zu besiegen. Das alles erfahrt ihr in der nächsten Abteilung, Leute, von der Epic Games Story Abteilung. Dum, dum, dum.